Hi und Servus mal wieder zu einem Video beim Tobo. Heute bei mir auf dem Tisch eine kleine Modifikation, sehr kostengünstig, aber effektiv für Glockpistolen. Das sogenannte Enhanced Magazine Well der Firma Magpul. Hier in meinem Fall für einen Glock 17 der vierten Generation. Gibt es auch für mehrere andere Glockmodelle, aber in dem Fall wird halt der benötigt. Meine Glock, hier schon leicht modifiziert, nehmen wir das Magazin raus. Ein ITS-Magazin mit Pufferpatron. Machen wir einen Sicherheitscheck. Verschluss ist frei. Wir schlagen die Waffe ab. Gut. Das Hauptproblem an Glockpistolen ist am Magazinschacht die relativ scharfkantige Struktur des Randes. Und wir haben traditionell das Problem des Drecksammlers der Firma Glock. Nämlich hier hinten ist eine freie Öffnung, die nicht wirklich eine Funktion hat. Da kann Dreck reinkommen. Das stört sich. Magazine von anderen Herstellern, wie zum Beispiel hier von Magpul oder das originale Glockmagazin, können sich beim Einfügen hier leicht spießen. Das heißt, eine saubere Einführung der Magazine ist nicht immer hundertprozentig gegeben. Und da gibt es halt eben diese kleine kostengünstige Modifikation der Firma Magpul. Nehmen wir mal raus, kommt hier in diesen kleinen Karton mit dieser Tüte. Wir haben hier eben die kleine Broschüre, schon mit dem Mottospruch, der Unfair Advantage, das passt soweit. So, nehmen wir mal dieses Baustückchen raus. Wir haben hier hinten eine kleine Schraube. Ich dachte zuerst, das wären zwei Imbus, aber die Amerikaner haben aufgrund des fehlenden metrischen Systems einen anderen Bit-Einsatz, den ich aber Gott sei Dank bei meinem Proxon-Werkzeug mit dabei hatte. Schauen wir uns mal an. Wir nehmen die Schraube jetzt hier raus und haben hier unten am Griffstück dieses Loch. Da passt der Schraubenkopf rein. So, wir fügen jetzt hier diesen erweiterten Magazinschacht in dieses Drecksammlerloch mit ein. So, dann wird es so aussehen. Hat schon mal einen Vorteil, wir verschließen hinten das Loch, dass Dreck reinkommt und haben einen schön angefassten Magazinschacht, um das Laden der Magazine deutlich zu erleichtern. So, jetzt könnt ihr sehen, da ist ein Spalt. Durch Drücken bringen wir das Deckungsgleich, damit wir eben das Gewinde sehen und die Schraube reinschrauben können. Das habe ich vorher schon mal ganz kurz in einem Outtake die Erfahrung gemacht, dass wir diese Schraube nicht ganz durchschrauben sollten, sondern nur so weit, bis sie mit dem Griffstück eben ist. Also so wie jetzt. Vielleicht noch einen Millimeter mehr. So, das passt. So, jetzt sitzt das Ding fest. Das Problem ist, wenn ihr es zu weit reinschraubt, sorgt ihr dafür, dass das Teil wieder locker wird und rausgehen kann. Der Sitz, muss ich sagen, jetzt ist relativ gut. Wir haben kein axiales Spiel. Ihr könnt ihr sehen, klar kann ich meinen Finger hier reinziehen und ein bisschen anziehen, aber das ist eigentlich eine stabile Geschichte und auch recht formschön. Und hat jetzt den Vorteil durch die große Phase, dass eben Magazine sauber und schnell eingeführt werden können. Das hier ist jetzt wie gesagt ein Magpul Magazin. Dieses passt mit der Baseplate schon mal gut rein. Fällt nach wie vor frei aus der Waffe. Das originale Glock Magazin. Auch perfekt. Sitzt. Und das ETS ist hier unten am Magazin schon etwas breiter. Aber auch dieses sitzt hier perfekt in der Waffe. Und lässt sich auch sehr schnell einführen. Also, kleine Modifikation hier an der Glock, optisch sehr gut, Funktion sehr gut, Preis ein Traum, wir reden hier von 20, 25 Euro für das Teil und erfüllt seinen Zweck. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, mal wieder bis die Tage, ciao ciao.